Hallöchen, herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Scharf und Naut. In diesem Video wird es ein bisschen biochemischer mal wieder. Es geht um 5 HTP. Jetzt aufgepasst, 5-Hydroxytryptophan. Schreibe ich hier auch nochmal hin. Genau, das soll angeblich beim Einschlafen helfen. Und dem Ganzen gehen wir heute mal auf den Grund, warum das so ist und wieso und ob das wirklich funktioniert. Also, kurzes Intro, dann geht's los. Aber bevor es jetzt mit dem Intro losgeht, noch ganz kurz unser Buch, Hashtag besser schlafen mit mehr Energie durch Schule und Studium, gibt es jetzt bei Amazon zu kaufen, Kindle-Version oder hier, wie ich es habe, als cooles Taschenbuch, kann man sich so ein bisschen Back to the Roots mäßig ins Regal stellen und ab und zu mal nachschlagen. Coole Sache, finden wir, so eine wirklich gute Zusammenfassung mal, das ganze Thema Schlaf rundum betrachtet und nicht nur auf Schüler und Studenten bezogen, aber vor allem auf den Lebensstil von Schülern und Studenten. Aber ist natürlich für jeden was dabei, weil wir wollen ja alle schlafen und gut schlafen vor allem. Also Intro, bis gleich. So, Schlückchen Tee noch und los geht's auch. Was ist 5-HTP erstmal? 5-HTP spielt eine wichtige Rolle in der Produktion oder in dem Produktionsprozess von L-Tryptophan zu Melatonin. L-Tryptophan ist ja eine essentielle Aminosäure, die unser Körper nicht selber bilden kann, die wir aber eigentlich, wenn wir uns ausgewogen ernähren, über die Ernährung aufnehmen. Ja? Und aus L-Tryptophan wird dann Melatonin. Aber da folgen so ein paar Zwischenprozesse noch. Es wird nämlich aus L-Tryptophan mit Hilfe von Vitamin D und Folsäure 5-HTP. Und aus 5-HTP wiederum wird Serotonin und aus dem Serotonin dann wird Melatonin, das Schlafhormon. Also ist 5-HTP quasi eine Art Vorstufe von Melatonin. Jetzt ist es so, wenn du also genügend 5-HTP in deinem Körper hast, hast du also die besten Voraussetzungen, damit dein Körper auch genügend Melatonin produzieren kann und du dadurch besser einschlafen kannst. Das ist jetzt erstmal so das, was 5-HTP eigentlich ist. Interessant wäre ja jetzt zu wissen für uns, ist die Einnahme, die zusätzliche Einnahme von 5-HTP nötig oder nicht? Normalerweise bekommt unser Körper ja über die Ernährung, vorausgesetzt wir ernähren uns ausgewogen und gesund, genügend L-Tryptophan. Und wenn unser Körper jetzt auch noch genügend Vitamin D und Folsäure bekommt, dann kann er aus L-Tryptophan 5-HTP bilden. Und da musst du auch keine Kapseln schlucken und keine Supplemente nehmen, in denen 5-HTP vorhanden ist. Aber hier kommt jetzt auch der Knackpunkt. Und der Knackpunkt heißt Vitamin D. Gerade in den Wintermonaten und auch hier in Deutschland bekommen wir auch durch unseren Alltag einfach, ja, dass wir viel drin sitzen, bekommen wir einfach viel zu wenig Sonnenlicht. Und deshalb leiden viele Menschen heutzutage oft unbewusst unter einem Vitamin D-Mangel. Und deshalb sind auch, oder gerade deshalb ist in den letzten Jahren auch das Supplementieren von Vitamin D sehr beliebt geworden. Ja, Vitamin D wird sehr oft über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen, um einfach einen Vitamin D-Mangel vorzubeugen. Für die körpereigene Produktion von 5-HTP ist Vitamin D also essentiell. Studien zufolge kann ohne Vitamin D aus L-Tryptophan kein Serotonin entstehen und dann wiederum auch kein Melatonin, was dann zu Schlafproblemen führen kann. Alles wegen einem Vitamin D-Mangel. Also bei einem Vitamin D-Mangel scheint es auf den ersten Blick sinnvoll, 5-HTP zu supplementieren. Leider gibt es hier keine Studien, auf die wir uns hier an dieser Stelle berufen können. Das Ganze beruht rein auf dem biologischen Umwandlungsmechanismus von L-Tryptophan über 5-HTP zu Serotonin, zu Melatonin und auf positiven Erfahrungsberichten. Also wenn man jetzt ein bisschen Probleme vielleicht hat oder befürchtet mit Vitamin D-Mangel oder schon mal Vitamin D supplementiert hat, momentan nicht mehr supplementiert, generell das Vitamin D-Thema bei einem selbst Thema ist, ja, vielleicht mal einen Vitamin D-Test machen, ja, Vitamin D
im Haushalt testen lassen. Aber macht eventuell dann einfach mal Sinn, 5-HTP auszuprobieren. Ja? Kann man das Ganze jetzt einfach so kaufen? Ja, 5-HTP ist in Deutschland frei erhältlich, kann man einfach auf Amazon kaufen. Gibt es verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben noch nicht so ein direktes 5-HTP-Supplement getestet. Deshalb kann ich an dieser Stelle dazu nichts sagen. Oft kommt 5-HTP allerdings auch in Kombination mit weiteren schlaffördernden Inhaltsstoffen wie beispielsweise GABA oder Baldrian. Und so ein Produkt haben wir auch schon getestet. Ich packe dir mal unten in die Beschreibung den Erfahrungsbericht dazu. Falls dich das Ganze interessiert, kannst du es dir ja gerne mal anschauen. Da steht alles Weitere oder einfach auch Fragen in den Kommentaren. Ganz kurz noch zu den Nebenwirkungen, ist ja auch immer ein interessantes Thema. Generell gilt 5-HTP als nebenwirkungsfrei. Natürlich gilt wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln auf den eigenen Körper hören. Wie fühle ich mich schlechter, dann vielleicht weniger nehmen oder gar nicht mehr nehmen. Die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger. Auch auf jeden Fall auf die Empfehlung vom jeweiligen Supplement achten und dann sollte das Ganze auch kein Problem sein. Vielleicht noch ganz kurz so als Nebeninformation, auch ganz gut zu wissen, finde ich. Ein weiteres Anwendungsgebiet von 5-HTP neben dem besseren Einschlafen kann auch die allgemeine Stimmungsverbesserung sein oder gegen Depressionen. Dadurch, dass ja aus 5-HTP Serotonin gebildet wird und Serotonin ist ja das Glückshormon. Ja, also wenn du deine Laune vielleicht einfach mal ein bisschen verbessern möchtest, probier es mal mit 5-HTP. Vielleicht funktioniert es ja. Also kurzes Fazit, 5-HTP scheint ein sehr sinnvoller Wirkstoff zu sein, auch im Zusammenhang mit dem besseren Einschlafen. Dadurch, dass ja 5-HTP die Melatoninproduktion unterstützt. Leider ist es so, dass gerade in diesem Zusammenhang mit dem Einschlafen 5-HTP noch nicht so gut erforscht ist. Es gibt kaum Studien, auf die man sich stützen kann. Bei L-Tryptophan und Melatonin sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Deshalb würden wir auch erstmal empfehlen, zu solchen Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen, um den Schlaf zu verbessern, um das Einschlafverhalten zu verbessern. Allerdings eventuell bei einem Vitamin-D-Mangel macht 5-HTP auch Sinn. Man kann es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, es gibt viele positive Erfahrungsberichte. Vielleicht ist es eine Alternative, wenn du eh schon viele Dinge ausprobiert hast und es hat alles nicht so richtig funktioniert. Vielleicht funktioniert 5-HTP. Keiner weiß es. Ja, man muss es vielleicht einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ja, das war es jetzt auch von diesem Video über 5-HTP. Ich hoffe, das Ganze war ein bisschen verständlich. Es war wertvolle Informationen für dich dabei. Dann lass uns gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, falls du noch kein Abonnent bist, ist auch kostenlos. Ganz kurz hier nochmal, für die Leute, die es immer noch nicht wissen, unser Buch gibt es jetzt bei Amazon. Ja, ansonsten noch Instagram, gerne abchecken, gerne uns folgen und sonst würde ich sagen, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, ja? Hab gute Laune, falls die Laune gerade nicht so gut ist, vielleicht 5-HTP ausprobieren. Oder einfach mal lächeln. Lächeln funktioniert auch immer sehr, sehr gut, um die Laune zu steigern. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper was Gutes, schlaf gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!